Hallo und herzlich willkommen zur Naxxramas Herausforderung. Heute probieren wir mit unserem normalen Druiden-Deck einfach mal hier die Großwitwe Perlina. Das war die, wo gesagt hat, keine Karten auf der Hand halten, zu bezwingen. Wir haben hier natürlich in unserem Deck auch ziemlich viele große drin. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das trotzdem irgendwie überleben werden. Aber wir schauen das Ganze. Also mit dem Ramp sollte man eigentlich... Ja, sollte man das eigentlich schon irgendwie schaffen können. Wir schauen aber einfach mal, was die Herausforderung entsprechend bringt. Mein Furion gegen Großwitwe Perlina! Okay. Meine Akkuliten gehorchen hier bedingungslos. Ich muss die Wildnis schützen. Seit wann habe ich hier ein Mal der Natur drin? Sicherlich nicht. Hä? Irgendwie hat er mir eine komplett andere... Ach, scheiße, man bekommt eine... Oh, okay. Ja. Dann müssen wir da damit leben. Die bringen uns erst, wenn wir überhaupt ein paar Diener drauf haben. Und hier, wir haben echt keinen Diener. Wir brauchen am Anfang erstmal ein paar Diener. Und schauen mal, was sie uns entsprechend bringt. Die Echo-Schlamm ist natürlich richtig stark. Okay. Unser Motto heißt wieder, alles muss raus. Für die Wildnis. Und dementsprechend direkt ins Gesicht. Zack. Das war's. So, ich überlege gerade, soll ich ihn gleich die nächste Runde spielen? Wir können ihn hiermit buffen und gegen... Bringt eure Toten. Okay, er macht einen Schaden, müssten wir natürlich hoffen, dass da nicht entsprechend... Oh, schon wieder. Okay, ich muss erstmal hier meine Tierchen rauskriegen. Ich spiele den Panther. Das war's. Und er wird natürlich jetzt irgendwas mit Todesröcheln, aber können natürlich ihn da damit schön rein. Kniet nieder. Oh. Unschön. Gut, er kann aber nichts ausspielen. Das ist schon mal schön. Deswegen spielen wir gleich ihn hier raus. So. Und können die nächste Runde die beiden hier spielen und unsere Tierchen buffen. Der ist natürlich stark gegen... Gut, ich habe eh nicht damit gerechnet, dass er überleben wird. Aber jetzt liegt hier ein Dreier. Und wir hätten zwei da. Ich überlege. Wenn ich den hier auf zwei... Mir reicht ja eigentlich ein einer. Oder ob ich das zwei... Wir spielen das Angriffsei. Und... spielen... unsere... Heldenfähigkeit auf ihn. So. Mal schauen, ob er die Eier holt. Oder ob sie die Eier holt. Oder was sie macht. Nächste Runde ist 5. Tötet sie im Namen des Meisters. Okay, und sie geht logischerweise voll ins Gesicht. War aber ja abzusehen. Also. Und jetzt können wir sie zu einem Angriffsei machen. Sehe ich das richtig? Ja. Wir spielen das ihn. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Natürlich kann man das machen. So, alle werden um eins hochgesetzt. Und wir gehen hier einmal in Angriff. Das war's.
So. Ende des Zugs. Wenn man den hochbufft, der wird richtig eklig. Also Echoschlamm wäre meine... Wird, glaube ich, in vielen Decks drin sein. Die Witwe umarmt mich! Ach, nur am... nach dem ersten Mal. Oh, ja, dann ist er natürlich... Ich hab gedacht, die macht jetzt... Was hat sie denn hier uns draufgehauen? All in, alles was geht, oder? Ja. Tut mir leid, dann müssen wir leider jetzt hier ein bisschen aufräumen. Geht ja nicht anders. So. Und er muss weg. Der hat zu viel Schaden. Das geht nicht. Yep, hat versagt. Einmal hier und die 6 Schaden gehen ins Gesicht. So, weiter geht's. Jetzt wird er auf unseren Schlammi gehen und traden. Nein, sie holt sich den Schaden ab. Gut. Okay, den hier ignorieren wieder mal. Haben wir schon gelernt. Dann könnte man echt blöde Sachen machen. Ich würde sagen, der macht mir ein bisschen Ärger. Ich überlege, ob ich jetzt schon Prankenhieb spielen soll. Dass ich sag. Ja, machen wir. Der geht da drauf. Oh. Dann machen wir hier einmal die Version. Der geht hoch auf 4, damit wird er nicht so schnell kaputt gehen, hoffentlich. Dann mach einmal das hier. Und auch hier einmal die. Okay, fertig. So, Klappe zu. Und wir erhöhen den Druck. Ist ja cool. Die Witwe umarmt mich. Na, schon wieder der Typ. Ja, das war eine Lachnummer. Okay, wieder. Alles muss raus. Mein Schild für Argus. So, die beiden sind gestärkt. Dann hauen wir hier raus. Einmal. Dreimal. Für die Wildnis. Ja. Der geht natürlich logischerweise auf den hier. Der geht hier rein. Oh, komm, Bewegung. Und auch hier nochmal. Und wir haben Matchball. Hier liegen 9 Schaden. Er hat auch nochmal einen. Sind 10 Schaden. Das sollte eigentlich langen. Verdammten stehen bereit. Okay, langt immer noch. Und wir haben gewonnen. Aber damit wir schön das Ganze anhören, hier nochmal einmal hochziehen. So. Und dann hier einmal in Angriff gehen. Zaginski. Da geht's drauf. Und Verlina ist auch im Herausforderungsmodus erledigt. Gut, Dankeschön. Und wir bekommen die Giftsamen. Sehr schön. Ich denke, ja, der Schlamm,
Der wäre natürlich klasse. Also es wird sicherlich einige Priester-Kombinationen irgendwann geben, wo den einsetzen werden. Auch Paladin könnte ich mir vorstellen. Einfach durch die Verdoppelung kann man, wenn man den mit inneres Feuer und halt eben zweimal den Verdoppler draufhaut, kann man da draußen eine extrem starke Karte machen, die keiner so schnell wegbekommt. Also eine Kombinationsmöglichkeit. Aber der hier, die Giftsamen... ja, ich kann sie mir nicht vorstellen, wo man die gut einsetzen kann. Vielleicht in irgendeinem Zoo-Deck oder so. Gut, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Runde. Dann mit der Herausforderung für Schurken. Ich muss mir erstmal ein ordentliches Schurkendeck basteln. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.